Herzlich willkommen bei den Kalaichern Wellpappenwerken. In diesem Film zeigen wir, wie aus Papierrollen Verpackungen werden. Pro Tag erreichen uns durchschnittlich bis zu 10 LKWs mit Papierrollen. Diese ca. 3 Tonnen schweren Rollen transportieren wir zunächst in unser neues Papierlager. Hier ist Platz für ca. 5000 Tonnen Papier. Sortiert nach Breite, Grammatur und Sorte. Mit einem speziellen Stapler bringen wir die Papierrollen zu unserer Wellpappenanlage, der WPA. Dort legen wir die Rollen auf Transportschlitten ab. Unser Maschinenführer bestimmt dann, wann die Papierrollen in die WPA gefahren werden. Die WPA hat eine Gesamtlänge von beeindruckenden 145 Metern. Die maximale Papierbreite beträgt 2,5 Meter und wir produzieren mit einer maximalen Geschwindigkeit von 350 Metern pro Minute aus unterschiedlichen Papieren Wellpappbögen. Die WPA wird in ein Nass- und ein Trockenende unterteilt. Im Nassende werden bis zu 5 Papierbahnen mittels hohem Druck, Temperaturen von bis zu 200 Grad, Feuchtigkeit und biologisch abbaubarer Stärke zu einer endlosen Wellpappenbahn verklebt. Im Trockenende wird die Wellpappenbahn getrocknet, gerillt und in rechteckige Wellpappenformate geschnitten. In der WPA-Ablage stapeln wir die zugeschnittenen Wellpappenbögen auf 2 Meter Höhe. Unser vollautomatisches Transportsystem bringt die Stapel in ein Zwischenlager und später zur Weiterverarbeitung. Hier kommt die gestapelte Wellpappe gerade bei unserer FFG 8.20 an. Nachdem unser Team den Kundenauftrag eingerüstet hat, werden die Stapel in den Maschineneinschub gefahren. Hier zieht die Maschine die Bögen ein. Die Maschine kann bis zu 24.000 Bögen pro Stunde bedrucken, schlitzen, ausstanzen, falten, kleben und in Bündel packen. Dabei wird bei jedem Karton die Klebenaht fotografiert und überprüft, ob ausreichend Leim aufgetragen wurde. Nicht korrekt beleimte Kartons werden markiert und ausgeschleust. Je nach Kundenauftrag wird der Stapel mit der entsprechenden Menge der Fördertechnik zugeführt. Unser vollautomatisches Transportsystem bringt die Stapel dann von den Maschinen in Richtung Paletteninserter. Im Paletteninserter wird die Ware auf die von unseren Kunden gewünschten Paletten abgelegt. Die Paletten transportieren wir dann zu unseren Palettenpressen. Vollautomatisch wird die Ware hier nach Kundenvorgabe auf der Versandpalette durch Umreifungsbänder versandsicher fixiert. Die fertige Palette wird nun über die entsprechenden Rollenbahnen dem Versand zugeführt. Mit Staplern bringen wir die versandfertigen Paletten ins Versandlager. Dort sind sie für die LKW-Verladung zum Kunden bereit. Übrigens, bei unserer Produktion achten wir stets auf Nachhaltigkeit. Der Restwertstoffpapier, der beim Produktionsprozess entsteht, transportieren wir auf einem Förderband in einem eigens konzipierten Entsorgungskanal zu einer Ballenpresse. Die hier erzeugten Ballen mit dem wertvollen Rohstoffpapier werden direkt zum Recycling an die Papierfabriken geliefert. Innerhalb weniger Wochen befindet sich dieser Rohstoff wieder als Papierrolle in unserem Rollenlager. So verschwenden wir bei der Produktion Ihrer Verpackung also keinen wertvollen Rohstoff. Gut, oder? Wir produzieren auch Ihre individuelle Verpackung. Kontaktieren Sie uns gerne über den eingeblendeten QR-Code.